Hallo und herzlich willkommen bei Ark, das verrückte Game, das Game des Jahres 2015, vielleicht auch 16. Schauen wir mal, wie es bei uns weiterläuft mit dem Victim of Games und dem Phoenix Darko, die gerade in dem kleinen Päuschen, was ich vollzogen habe, ja, Raptoren gefunden haben. Und die sind uns zugelaufen. Die sind einfach zugelaufen und die sind, ja, krass. Jetzt sind wir zu dritt dann und dann haben wir eine schöne Raptorenfamilie und dann können wir los und können uns mal ein bisschen sogar weiter mit der Insel mal ein bisschen beschäftigen, oder? Oder wollen wir doch nicht da rechts sogar? Ist der neue, hier. Da. Ah, hier, okay. Dann habe ich ihn jetzt nur auf die Schnelle keinen Namen gegeben. Hauptsache erstmal in die Basis geschafft. Ja. So, ich bin jetzt mal mit dem anderen ein bisschen auf Lederjagd, damit wir uns auch schön drei Sattel leisten können. Ein Name. Ah, scheiße, war das jetzt männlich oder? Ach, Mail, okay, männlich. Mach doch mal Vorschläge. Schnell. Chewbacca. Ah, nee, so nennen wir den Affen nachher später. Chewie. Nenn doch. Raffzahn. Raffzahn finde ich gar nicht mal so schlecht bei Englisch. Ja, ist. Darf ich nicht. Fehlt dann halt nur noch ein Sattel. Ja, du kannst doch, glaube ich, Sattel machen, oder Sven? Hatte ich für Raptoren Sattel? Warte, ich guck mal. Parasaurus-Sattel. Für Raptoren. Ist ja ziemlich weit unten, oder? Raptor-Sattel. Nee, hab ich schon gelernt, hä? Warum zeigt's mir das nicht an? Hab den, glaube ich, auch gelernt, aber ich weiß nicht, ob gut da ist. Den zeigt's mir. Ach, hier, Raptor-Sattel. Fiber 65, Wood 20 und 110 Leder. Ja, ich bin gerade dabei. Ich habe schon wieder. Wie viel Leder hatten wir denn noch? 25. Ich glaube, um die 100 hatten wir. 120 müssten wir noch irgendwo hinfliegen haben. Oben. Wir haben genau 120. Wollen wir die erstmal drinnen lassen? Oder? Ja, nee, bau den Sattel gleich. So, was war es noch? Holz? Fiber. Holz und Fiber. So, wir sind schön überladen. Oh, das ändert sich jetzt. Raptorsattel. Ach ja, ist das schön. So, sehr schön. Wir haben noch einen Raptorsattel. Jetzt müssen wir das ganze Kladderadatsch nur wieder ablegen. So, gut. Es sind genau noch 10 Leder übrig. Ich habe schon wieder 26. Ich bin die ganze Zeit auf der Jagd. Fiber lege ich auch mal mit rein. Gut, Raptor-Sattel. Geh ich einfach nur ran und du den damit ausrüsten, ne? Genau. Boah, der wiegt. Was wiegt denn der? Steht gar nicht da. Okay. So. Ausgerüstet das Ding. Was ist so eine Brille? Kann ich den wo gar nicht aufsetzen? Das ist ja doof. Ja doch, die musst du auf den Sattel ziehen. Juhu, you tamed a raptor. I have a raptor. Geht nicht. Okay. So, Name. Männchen oder Weibchen? Warte mal. Das ist ein Männchen. Nenn doch Pennywise, so wie du den letzten nennen wolltest. Ja, stimmt. Aber der ist aber schön.
Der hat eine schöne Farbe, der hat die geile Federn. Der sieht geil aus, ja. Wo waren ihr Name? Ändern nochmal, wo waren das? Ah, Change Name. Pennywise. P-E-N-Y-V-S-E. Rise. Pennywise, accept. Komm. Speed, speed. Der Feiner. Den will ich ja gar nicht feiner. Auf U macht ihr Disable Follow. Auf U, okay. Ja. Ja, guck. Weil ihr habt bestimmt schon mitbekommen, wenn ihr aus Versehen auf J kommt, dann folgen euch alle. Boah, die Federn, Alter, ist das geil unten. Warum kann ich nicht? Ach. Ja, da ist er auch gleich auf mich vor den Zug gelaufen. Ich kann schon wieder nur in Zeitlupe laufen. Komm. Bist du überladen bestimmt dann? Gut, gut. Nein, bin ich nicht. Wie sieht deiner aus? Muss ich mal deinen angucken? Deiner sieht so aus, okay. Krass, das ist ein übelst krasser Unterschied, was es da für Arten gibt. Krass. Also ich habe beim Raffzahn, gell, Gewicht 21 von 151. Ja, du musst ja da jetzt auch noch dazu rechnen. Ja, aber ich bin da... Du siehst ja rechts oben das, den Hut von deinem Viech und rechts unten ist ja dein Hut. Hast du überladen. Rechts oben hast du... 145. Das sind 156, okay, da sind wir genau 4, okay. Okay, dann hauen wir mal ein bisschen Stein weg. Ja, Raptoren können nicht wirklich viel tragen. Und beim Skillen so am besten Stamina als erstes hoch. Als Ausdauer. Damit er halt lange rennen kann, viel angreifen kann. Und wenn ihr merkt, dass er das so mit dem Stamina gut klarkommt, dann könnt ihr auch so Geschichten gehen wie Melee Damage. Also damit die mehr Schaden machen und dass du mehr Fleisch rausbekommst, wenn du mit denen irgendwas reißt. Okay. Und mit denen kann ich jetzt auch schön angreifen, ja. Ich würde es relativ klein halten, also erstmal ein bisschen so probieren. So Dillos. Ich komm dir mal hinterher. Geil aus, Alter. Muss doch gleich mal ein schönes Foto mit dir machen, mein Schnurri. Ja, zu zweit können wir uns den Triceratops jetzt. Ne, warte mal, die sind zu zweit. Scheiße. Da hab ich Angst vor. Jo, es wird Leder, ich will einen Sattel, ihr spinnt mir ja. Hier oben in dem Kessel sind normalerweise immer irgendwelche Viecher drin, die man angreifen kann. Ja, du musst immer deine Ausdauer im Auge behalten. Nämlich wenn er ohne Ausdauer angreift, dann kann er auch irgendwann nach einer Zeit bewusstlos werden. Komm, wir killen einfach mal die Schildkröte hier. So, ich hab frisch gekackt. Auf geht's! Oh, jetzt bloß nicht den treffen. Ja, locken wir mal den ein bisschen raus. Ja, toll, der Riesenharte kommt gerade schön hinterher. Ach, so ein Scheiß. Okay, gut. Ja, nach Bluder grab mal ein bisschen Fleisch raus. Damit dein Raptor braucht auch relativ viel Fleisch. Wenn du viel mit dem rennst, siehst du auch immer oben Consume 2 Fleisch oder so. Okay. Oh, Level also up. Oh Gott, ich hätte fast den Triceratops. Aber ich bin Level up. Nee. Hm? Der Triceratops ist wahrscheinlich. Aber auch recht drin. Jetzt den Baum erstmal wieder voll geil wegdroppt. Also Stamina, ne? Ja. Okay. Geil. Geil. Da könnten wir ja dann, wenn wir dann alle drei Sattel haben, da hinpacen, wo wir den Bieber das letzte Mal gesehen haben. Und im Start ist ja meine Basis damals. Ja, ich muss das auch mal an Sven zeigen. Ja. 33 Leder habe ich schon. Achso, nee, das liegt bei dem im Inventar. 6 und 14 Raw Meat. Und ein Keratin. Hey, ich hab gekackt. Boah, Alter, der Schwanz ist geil. Du hast gekackt und mein Schwanz ist geil. Okay. Das Alter, ist. Dreckschweine.
Ist der hübsch. Ich steig mal ab und kack mal. So. Ah, so, jetzt geht's mir schon besser. Ah. Also ich hab mich jetzt so voll verliebt, gell, mein Raptor. Der sieht echt geil aus. Ich mag meinen auch. Er hat zwar nicht viel Level, aber optimal. Meiner ist unauffällig. Das mag ich an meinen so ein bisschen. So, da haben wir den Mist jetzt. Ach, bringen wir mal noch ein bisschen Holz mit hin, wenn wir sonst erstmal nichts weitermachen können. Was, schon wieder Level up? Ich bin Level up. Okay. Ja, schön. Da sind so viele Parasaurus. Geil, das gibt richtig viel Leder. Boah, Alter, steht gerade ganz hier oben. Eine mega Aussicht hier. Generell geil. Ich finde die Welt von der Ark finde ich schon so mega. Weil der Detailreichtum und alles mega. 55 habe ich jetzt. Wo bist denn du? Oh, ich heiz da so ein bisschen durch die Gegend. Was steht denn da unten? Was? Wir gucken mal. Wow, oh, Alter, nicht so weit springen. Oh, jetzt sehe ich schon wieder Raptoren. Aber jetzt haben wir ja erstmal genug, ne? Naja, die könnten ja mit uns angreifen. Ah, seh dich. Links von dir bin ich. Ah, da. Hey, Dude. Boah, Fioma geben richtig gut Leder. Fiona. Alter, schenk grad in der Schildkröte. Alter. Hängst wieder mit der Schildkröte ab, was? Fioma heißen die also. Ich habe da noch nie wirklich drauf geguckt. Boah, hier, was ist denn das? Stegosaurus oder was? Hm? Kampfmusik, warum? Weil ich gerade eben nicht mehr. Boah, das sind ja Ameisen. Oh ja, die greifen dich gerade schön an. Ja, die halten nichts aus. Boah, was war denn das für ein Powerschlag? Krass. Aber der hier, Level 38? Kriegen wir den down? Ich hab hier eine Schildkröte, die muss ich erstmal killen. Warte, ich komm. Oh. Warte, jetzt läuft der. Oh ne. Ich wollte nicht so mies, Alter. Gleich haben wir's. Ich hab schon wieder Level up. Sag ja, wenn du gleich killst, dann geht's richtig hart ab. So, jetzt machen wir noch den Stego. Warte, Level up. Ach nee, was war mit dem Dino? Warte, Stamina. Sammeln ja schon wieder Holz ohne Ende. Und warte, da oben ist auch noch ein Stego. Vielleicht ist der niedriger. Was für ein Level hatte der? Was hast du gesagt? Warte, der hat Level 38. Okay, warte. Hier oben habe ich einen 20er. Komm mal hier hoch. Aber, ach, da drüben. Ja, ich komm. Schluck Wasser hier. Boah! Alter! Wann? Also ich hab 90. Müsste ja mit deinem jetzt eigentlich reichen an Leder, oder? Also ich hab 14. Wir brauchen 111, ne? Gut. Rückzug, auf zur Basis. Boah, voll geil. Voll geil. Mit den Raptoren unterwegs. Es macht mega Gaudi. Habt ihr ja gesagt, ihr wollt mir ja nicht glauben. Ich hab immer nur gehört, der und seine Raptoren. Ja, wir wollten es halt nicht so haben, dass es. Also, ich wollte es nicht glauben, dass wir schon so weit sind, die zu tamen. Also. Er muss aber auch sagen, das ging schwerer, als ich es in Erinnerung hatte.
nochmal einen Dodo auf dem Weg. Wegnaschen. Und das Geile ist, wenn du halt echt einen Raptor hast, du gehst gar nicht mehr zu Fuß. Du setzt keinen Fuß mehr auf den Boden. Du setzt dich auf deinen Raptor und läufst dich durch die Gegend, weil vor allem du brauchst auch weniger Essen und Trinken. Ja. Ich lese schon eine Anzeige, total krass. Krass. So, wo soll ich denn jetzt das Zeug hinschmeißen? Ja, Sven muss er bauen. Sven, nimm du einfach aus dem Raptor raus. Einfach F drücken. So. Achso, da muss ich ja auch nochmal aus meinem Raptor rausnehmen, oder? Also ich habe jetzt nur das Leder raus, ne? Ja, du kannst auch das Chitin, wenn du schon dabei bist und in die Hütte gehen musst, kannst du das Chitin beispielsweise auch schon mit rausnehmen. Okay, warte. Alter, der hat richtig viel Fleisch gerade bei sich. Mal, ich lager gerade mal das Fleisch um. Wo lagern wir das Fleisch? In dem Parasau? Nee, Quatsch, beim Herbert oder so. Am besten braten und im Herbert lagern. Ich hab ja auch ein Level up. Der Fug. 115 Leder haben wir. ...120 kostet der Sattel. Das ist der Ernst. Doch. Was ist das denn? 120? Ich hab gedacht, 111. Ich guck nochmal, warte. Raptor-Sattel. Ah ne, Fiber fehlt! Oh, hast du ein Schwein. Ich hab schon solch gesehen, dass der Christian gerade eigentlich auf die Triceratops los wollte. Egal, drauf! Und drauf gesprungen. Ui. Wieder ein Wegpunkt. So, 5 Leder bleiben übrig. Egal, ich hab schon wieder 9. Wo steht dein Dino? Draußen. Komm. Draußen. Ja, da steht mein Hübscher. Ich statte ihn mal aus. Wo ist denn jetzt der Sattel hin? Ach, hier. Das mit der Brille? Klappt das echt nicht? Juhu, ich hab meine Rennsemmel. Nee. Hast du gerade eine Brille bei dir, Sven? Ich hab eine Brille bei mir, ja. Max, mal die mal droppen, ich würd's ja, gerne ausprobieren. Ja, selbstverständlich. Gut, wo sind die jetzt hingefallen? Die fallen immer so doof. Ich weiß, wie es geht. Und zwar... erst den Sattel ins Inventar legen, dann... Okay. Sven? Ja? Komm hier. Gib dir jetzt nochmal die Brille hier. Ich hab noch eine. Ja, okay, dann lass die liegen. Dann gehst du zu deinem Raptor. Ich muss mich erstmal zurechtfinden, warte. Ja, Raffzahn, ja. F, Dann nimmst du den Sattel und tust ihn in dein Inventar. Dann schiebst du die Brille auf den Sattel. Ah, okay. Dann kannst du aber auch, um das wieder wegzubekommen, musst du einfach auf den Sattel Shift gedrückt halten und dann zur Seite ziehen. Ah, okay. Gut. Jetzt kannst du halt die Brille auf den Sattel drauf tun und den Sattel jetzt wieder ausrüsten. Und das sieht total kacke aus. Oh, Alter, das ist ja voll ordentlich. Deswegen schmeiß ich die Finger mal gleich weg, ey. Das ist einfach nur... Der ist kurzsichtig, lach den nicht aus. Ohne mit einem Alter von 30 hätte ich das auch schon. Deswegen, ich hab noch einen Jungen. Ich seh was. Das ist ja mal so geil. Hui! So. Tja, also wenn wir jetzt eine normale, kurze Folge machen wollen, sollten wir jetzt abmoderieren. Ja, machen wir mal, freilich. Also, liebe Leute, wir bedanken. Also, ich muss mich erstmal bedanken, dass die Leute so schnell Leder für mich rangeholt haben, dass ich jetzt auch meinen Raptor habe. Meinen Pennywise. Und ja, das war echt eine angenehme Folge. Obwohl der Christian in einem kurzen Päuschen da ein bisschen rumgeraptort hat. Und ja, wir sehen uns definitiv in der nächsten Folge, wenn es euch weiterhin Spaß macht zuzugucken. Und wir bedanken uns auf jeden Fall. Ich sag mal, ciao, Leute. Bis dahin, ciao. Ciao.